Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und Freunde, heute darf ich weitermachen bei einem meiner Lieblingsformate und zwar Crispy Rob testet virale Snacks. Ich hatte einiges vor ein paar Wochen bestellt und das ist jetzt endlich alles da. Und das sind wirklich Snacks, die nicht einfach zu bekommen waren und gleichzeitig auch nicht günstig waren. Ich bin auf euer Feedback eingegangen und ab jetzt gibt es bei jedem Snack auch den Preis, damit ihr auf jeden Fall wisst, was das eigentlich so kostet, einen viralen Snack zu bestellen. Ich will gar nicht so viel labern. Let's go mit dem Video. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, diese Rick und Morty Pringles. Hätte ich genauso gesagt. Wir haben hier eine Limited Edition Pringles mit Rick und Morty zusammen. Und zwar sind das hier die Pickle Rick Pringles. Für alle Rick und Morty Fans, ich bin bei euch, ich liebe diese Serie. Kennt ihr Rick und Morty? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ja. Wahrscheinlich hat das irgendwie Gurkengeschmack, weil Pickle Rick ist Rick aus der Serie, der in eine verrückte Gurke sich verwandelt hat. Wie auch immer das jetzt zustande gekommen ist. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall nur eins. Diese Dose, für die habe ich 25 Euro bezahlt. Das ist nicht wenig. Aber gut, der Hype ist halt da. Dementsprechend befinden wir uns auf dem Resellermarkt. Und Leute verkaufen das natürlich weiter, weil es einfach nicht mehr kaufbar ist. So, dann mache ich die Pickle Rick Pringles auf. Und wenn man so riecht, riecht es auf jeden Fall nach Gewürzgurken. Dima, ganz schnell, das riecht wie Gewürzgurken. Ich habe noch nicht probiert, aber riech einfach mal dran. Bruder, wo ist das Wasser? Krass, ne? Das ist gut. Eigentlich müsste man jetzt noch so einen Schluck vom Gurkenwasser machen. Ja, komm, probier gerne mit. Ich bin gespannt, wie sie schmecken. Ich habe schon ein bisschen Feedback im Internet gelesen. Das ist der Shit. Ich schmecke echt die Gurke raus. Ja, ne? Ihr braucht einen Body. Eingelegte Gurke. Krass. Ja. Krass. Ich habe es noch nicht ganz ausprobiert. Ja? Krass, wirklich. Das Ding ist, ich habe im Internet gelesen, dass die wirklich kacke sein sollten. Viele Leute haben sich beschwert, dass ihnen die nicht geschmeckt haben. Ich muss einfach ehrlich sagen, weil ich halt so ein absoluter Gewürzgurken-Liebhaber-Fan bin. Ihr habt bestimmt schon 10 Videos gesehen, wo ich dieses Gewürzgurkenwasser einfach so trinke. Gurkenwasser ist Lebenselixier. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und ich dachte so, ich muss jetzt voll das Ding haten, weil alle im Internet gehatet haben. Ganz ehrlich, ist lecker. Also überraschend lecker. Einfach so Gewürzgurkengeschmack auf Chips. Verrückt. Also 25 Euro, immer noch viel zu teuer, auf jeden Fall. Aber gut, das ist bei allen Produkten hier, das ist nun mal so, wenn etwas ausverkauft ist und von jemandem weiterverkauft wird. Aber ich versuche jetzt einfach mal den Preis zu ignorieren und dementsprechend Pringles mit Pickle Rick, richtig coole Idee. Bekommt von mir ein Go. Auch wenn das wahrscheinlich nicht für jeden was ist. 25 Euro? Ist frech, natürlich. Aber das hast du nicht direkt gesagt. Die schmecken nicht nach 25 Euro. Ja. Aber das war auch nicht der Originalpreis, das muss man halt bedenken. Für jeden Russen perfekt zum Wodka trinken. Bei allen anderen, ihr müsst schon echt Gewürzgurken Fans sein, damit euch die schmecken. Mein Geschmack hat es wirklich getroffen. Verrückt hätte ich nicht gedacht. Jetzt brauche ich was zu trinken. Wie wäre es mit dem teuersten Wasser der Welt? Freunde, ihr kennt doch alle Off-White, super berühmte Designermarke. Smiley ist verrückt danach. Oh mein Gott! Die haben zusammen mit Evian, das ist eine Wassermarke, eine eigene Kollabo gemacht. Und zwar ist das hier ein Evian Virgil Abloh Wasser. Dieses Wasser hat 12 Euro gekostet und 8 Euro Versand. Ich trinke jetzt in dieser Sekunde das teuerste Wasser aller Zeiten. Ich glaube, ich habe noch nie ein Wasser getrunken, was teurer war. Dementsprechend, hoffentlich schmeckt das Wasser. Wobei ich mir auch da ziemlich sicher bin, dass es ganz normales Wasser ist. Okay, ich krieg's nicht auf. Es geht nicht auf. So habe ich auch noch nie eine Flasche öffnen müssen. Ich bin doch nicht blöd, oder? Wenn man 20 Euro für Wasser bezahlt, dann will ich das jetzt auch trinken. Ja. Ging das nicht so? Ich skipp. Endlich. Wow, war das anstrengend. Ich hoffe, dass das 20 Euro Wasser schmeckt. Einfach Wodka. Ich bin zu blöd zum Wasser trinken. Ja, schmeckt wie stinknormales Wasser. Also ich bin sogar ein Mensch, der den Unterschied schmecken kann. Ich mag auch nicht jedes Wasser. Voll verwöhnt, das zu sagen, aber ist so. Aber gut. Steckt nur alles Wasser. Man muss halt wirklich Virgil Abloh Fan sein, damit man das Geld für eine Flasche Wasser ausgibt. Von mir bekommt es ein No-Go, aber für jeden Fan natürlich etwas, was man sich gerne in die Vitrine oder ins Zimmer stellt. Ich kann es verstehen, aber trotzdem teuer. Es geht nicht mal vernünftig wieder zu. Das ist der schlimmste Verschluss aller Zeiten. Naja, gut, machen wir weiter. Wir haben noch was zum Trinken, aber das kommt später. Vielleicht probieren wir das hier. Freunde, der ein oder andere hat es mal mitbekommen. Supreme hat mit Oreo zusammen Kekse rausgebracht. Und zwar die Supreme Oreo Kekse. Die sind natürlich auch mittlerweile ausverkauft, aber ich hatte das große Glück, auf eBay noch 2 Packungen zu bekommen. Kommen wir zuerst zum Preis. Alles wird heute richtig frech teuer sein. 20 Euro für 3 Kekse. Das heißt, 6 Kekse, 40 Euro. Irgendwas zwischen 6 und 7 Euro für einen Keks. Bin ich gespannt. Wir machen mal die Packung hier auf und schauen uns das Ganze mal an.
ein Keks ist leider schon ein bisschen zerbrochen. Der Keks ist auf jeden Fall rot. Das ist schon besonders, würde ich sagen, weil das ist auf jeden Fall nicht Oreo-typisch. Hier auf der Vorderseite haben wir ganz normal das Oreo-Logo, so wie man es kennt. Und auf der Rückseite ist einfach das Supreme-Logo. Das ist schon verrückt, dass eine Marke wie Supreme zusammen mit Oreo einfach so einen Keks rausbringt. Ja, jetzt ist die große Frage, wie schmeckt dieser Keks? Man muss bedenken, ich liebe Oreo-Kekse. Aber schmeckt der anders? Schmeckt der gleich? Das werden wir jetzt erfahren. Auf den teuersten Keks, den ich jemals gegessen habe. Waren gerade 3 Euro. 5 gerade nicht. Fragen mich am Sauer. Ich kenne den Oreo-Geschmack, aber ich versuche gerade herauszufinden, ob der irgendwie anders schmeckt. Aber ich würde nicht sagen, dass der anders schmeckt. Ich glaube, das ist ein stinknormaler Oreo-Keks. Er schmeckt eigentlich 1:1 wie klassischer Oreo-Keks. Also ich glaube, da ist wirklich nicht mal ein Unterschied. Das Fazit ist, echt ein leckerer Oreo-Keks. Ist sein Preis natürlich nicht gerechtfertigt. Sie wurden aber auch am Anfang günstiger verkauft. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist halt der Reseller-Markt. Für jeden Supreme-Fan ein witziges Geburtstagsgeschenk. Ein teures Geburtstagsgeschenk. Aber gut, wenn man von etwas Fan ist, dann darf man auch gerne Geld ausgeben. Da bin ich der Letzte, der was sagt. Und wenn euch das glücklich macht, dann macht es euch glücklich. Ich liebe Oreo-Kekse, die waren richtig lecker. Die hier bewahre ich mir vielleicht noch ein paar Jahre auf. Vielleicht kriege ich sie dann für das Doppelte oder Dreifache verkauft. Alles klar, Supreme, Virgil Abloh, Rick and Morty. Wie machen wir weiter? Ritz. Das sind die klassischen Cracker. An sich kennt man die, aber das hier ist eine Special Edition und zwar mit dem Geschmack Spicy Chicken Sandwich. Super begehrt. Bezahlt habe ich für diese eine Packung 8,40 € plus 22 € Versand, weil die, glaube ich, aus Japan kommen. Wie schmecken 30 € Kekse? Das werden wir jetzt herausfinden. Der Hype ist real, Freunde. Die Leute haben gesagt, beste Ritz-Kekse aller Zeiten. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie die schmecken. Machen wir die mal auf. So sehen die aus. Oh, riecht nach Käse. Schon mal gut. Let's go mit dem hoffentlich geilsten Cracker aller Zeiten. Okay. Alright. Ich muss noch einen probieren. Okay, ist ein geiler Cracker, schmeckt top, aber er ist nicht spicy und er schmeckt auch nicht nach Chicken Sandwich. Also ich habe, glaube ich, so ähnliche Ritz schon mal gegessen mit Käsefüllung wahrscheinlich. Und ich finde auch, es schmeckt eher milchig und käsig mit so einem Hauch von minimalen Hähnchengewürz. Aber nach spicy Chicken Sandwich schmeckt es leider nicht. Voll traurig. Ich dachte, das wird mich jetzt richtig umhauen und das ist der Sieger von heute. Aber er ist für mich nicht spicy genug und nach Chicken Sandwich schmeckt es auch nicht. Aber so ist es. Wie es aussieht, hat es den anderen geschmeckt und das freut mich doch. Aber meins ist es nicht. Alright, ich behalte sie trotzdem mal hier, denn ich könnte sie eventuell gleich gebrauchen für dieses wunderschöne Ding hier. Ich habe einen TikTok gesehen, wo so ein TikTok-Koch über dieses Produkt geredet hat. Und das ist eine Trüffel-Chili-Soße, die unglaublich geil verpackt ist. Also noch nie habe ich eine Soße so schön verpackt gesehen. Ich finde, das sieht nach einem 200 € Parfüm aus, aber es ist eine Soße. Hier steht der Preis, 37 €, richtig stolzer Preis. Das ist auch das einzige Produkt, was noch kaufbar ist auf der Homepage der Firma. Alles andere läuft quasi über Drittanbieter. Deswegen gebe ich dem Ganzen mal eine Chance, weil er meinte, die schmeckt mega. Und ich bin richtig gespannt, denn ihr müsst eins wissen, Freunde. Ich liebe fast alles, wo Trüffel drin ist. Damals als Kind oder selbst im jugendlichen Alter fand ich Trüffel so ekelhaft. Jetzt habe ich so eine leichte Trüffelsucht. Also irgendwie Trüffelnudeln ist einfach der heiße Scheiß. Ja, schauen wir uns mal das Dior-Parfüm an. So geht es auf. Edel, Alter. Also jemand hat richtig gecheckt, wie Verpackung funktioniert. Das ist unglaublich. So sieht sie aus. Hot Sauce Truff, White Truffle Infused. Dann machen wir mal hier den Deckel ab, der auch einfach mega geil aussieht. Dieser Trüffelgeruch, das ist meine Welt, ne? Ich bin so gespannt, wie diese Soße schmeckt. Auch hier muss man bedenken, dass so ein Teelöffel voll Soße mich gerade 1 € kostet. Let's go. Ich hoffe, die ist nicht zu scharf. Die schmeckt. Baba, wirklich mega geil. 10 von 10 Sternen. Ich liebe scharfe Soßen. Ich packe mir auf meine Pizza, auf meinen Reis immer noch irgendwie ein bisschen Schärfe dazu. Großer Tabasco-Fan, aber das hier. Boah, es ist unglaublich scharf. Also für jeden, der sehr scharf empfindlich ist, nicht zu empfehlen. Aber wenn du Schärfe liebst und ein riesiger Trüffelfan bist, dann kann man sich das schon gönnen. Erst recht, wenn man so viel ja eigentlich nicht braucht. Man packt einfach ein paar Tropfen aufs Essen. Ich will das gerne nochmal mit dem Cracker hier probieren. Ich glaube, ich muss mal auf der Seite noch eine andere Soße testen, weil irgendwie sind die anders geil. Der Keks schmeckt tausendmal geiler direkt. Mega, mega lecker. Also wirklich, no joke, ist eine richtig geile Soße. Man merkt auf jeden Fall, da hat irgendjemand Plan von Soßen. Unglaublich lecker, unglaublich geiles Design. Sehr teuer, aber gut. So ist es halt, kann ich wirklich nur empfehlen. Dima? Oh. Auch gut. Natürlich mit Robs oder nicht? Freunde, Robs Chips sind immer noch ausverkauft. Ich hatte es in dem letzten Video schon gesagt. Danke für alles. Wir sitzen gerade wirklich an Hochtouren, dass wir wieder welche produziert bekommen. Kann das sein, dass es scharf ist? Ja, ja, es ist wirklich scharf. Aber
wirklich ehrlich, es ist einfach eine richtig, richtig leckere Soße. Und es ist so saftig scharf. Mm. Ich finde, das ist die Schärfe, wie Tabasco schmecken müsste eigentlich. Es ist einfach noch so lecker scharf. Ich liebe sie. Heftig, kann ne? Kann ich hier heiraten. Und was sagst du zum Design? Ich muss nochmal genauer unter der Lupe angucken. Die ist in meinem Zimmer, gell? Okay, gut. Viel Spaß mit der Soße, Dima. Apropos Soße, wir kommen direkt zu was anderem. Mothers-in-Law's Wok-Chang. Problem ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das falsche Produkt gekauft habe. Ich habe auf TikTok auch gesehen, dass es gerade ein Kimchi gibt. Kimchi ist eingelegter Chinakohl, eine berühmte asiatische Speise. Und dieses Kimchi soll unglaublich sein. Und ich war auf der Seite, habe mir das bestellt für 15,22 Euro plus 18 Euro Versand. Also auch gar kein Schnapper. Und jetzt habe ich realisiert, dass ich nicht Kimchi bestellt habe, sondern die fermentierte Chili-Paste. Traurig, aber ich gebe dem Ganzen trotzdem eine Chance. Und wenn man dran riecht, riecht es direkt nach, also eine Chili-Teriyaki-Soße. Also vom Geruch überraschend geil. No joke, hat mich richtig positiv überrascht. Wir können es ja trotzdem testen. Ich meine, es war auch nicht günstig. Probieren wir es einfach mal. Schmeckt nach Thailand. Nach einer richtig leckeren, süßen Chili-Soße. Ja, richtig geil. So dieses asiatische Barbecue-Fleisch. Das schmeckt da immer einfach ganz anders als bei uns. Weil die halt das Fleisch auch ganz anders marinieren mit ganz anderen Gewürzen. Und ich glaube, von der Basis her wird es das sein. Ich glaube, mariniertes Fleisch damit ist ultra geil. Es ist leider nicht das Kimchi geworden. Das testen wir beim nächsten Mal. Hoffentlich finde ich das. Aber Mother-in-Laws, ganz gehypte Firma aktuell. Komplett ausverkauft. Du kannst auf der Website nichts bestellen. Auch über einen Drittanbieter gekauft. Ist eine geile Paste. Und auch vegan. Kann ich auch nur empfehlen. Gut, was haben wir denn überhaupt noch? Zwei Sachen gibt es. Wir haben einmal die Pepsi Crystal. Der eine oder andere kennt die. Die wurden auch vor 2-3 Jahren nochmal neu produziert. Das war eigentlich ein Produkt, was in den 90ern oder so voll berühmt war. Eine durchsichtige Pepsi. Die ist auch einfach schon seit 2018 abgelaufen. Aber ich denke mal, da kann nichts passieren. Ich meine, es ist Zucker. Zucker und Wasser. Gut, eine durchsichtige Pepsi. Ich bin gespannt, ob sie nach Pepsi schmeckt. Schon verrückt eigentlich, ne? Dass man einfach etwas Dunkles durchsichtig machen kann. Riecht nach Pepsi? Schmeckt nach Pepsi. Ich glaube, weil es halt schon so lange abgelaufen ist, ist halt quasi keine Kohlensäure da drin. Und das halt ein bisschen schmähen die. 12,50 Euro plus 6 Euro Versand. Also 2 Euro günstiger als unser Virgil Abloh Wasser. Eine fast 20 Euro Pepsi. Ja. Schmeckt richtig kacke, weil halt einfach keine Kohlensäure drin ist. Richtig enttäuschend. Aber trotzdem verrückt, dass sie einfach durchsichtig ist. War auf jeden Fall wahrscheinlich ein interessanter Marketing-Move. Witzige Aktion. Wenn man sich fragt, wie eine durchsichtige Pepsi schmeckt, muss man halt das Geld auf den Tisch legen. Im Best Case wartet ihr noch ein paar Jahre, vielleicht bringen sie nochmal eine neue raus und dann genießt ihr sie mit ganz viel Kohlensäure. Die hat ihre guten Jahre hinter sich. Gut, Freunde, kommen wir zum letzten Produkt. Und auch hier bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Winner des Tages sein wird, weil das hier auch letztes Mal schon der Sieger war. Denn das hier sind Instant-Nudeln, gemacht von einem Sternekoch. Und letztes Mal hat es mich ja unglaublich überrascht, wie diese Dinger schmecken. Ich fand sie super lecker. Ich hatte 6 Packungen. Alle 6 von der letzten Sorte sind aufgegessen worden von mir. Und das sind dieselben Nudeln als neue Edition. Das heißt, der Sternekoch hat jetzt noch eine zweite Sorte rausgebracht. 6 Stück davon haben 39 Euro gekostet, das heißt etwas mehr als 5 Euro pro Nudelpackung, was finde ich echt noch geht im Vergleich zu allen anderen, denn das hier ist ein Must-Have für jeden Instant-Nudel-Liebhaber und Freunde, ihr kennt mich, ich liebe diese Dinger und ich will euch auch nicht so tun, als würde ich sie das erste Mal probieren, denn wie gesagt, ich habe 6 bestellt und das ist die letzte, die übrig ist. Dementsprechend, ihr wisst, wie meine Bewertung ausgeht, wenn ich von etwas schon 5 Stück gegessen habe und die sind einfach mega geil. Wobei ich wirklich sagen muss, die erste Sorte hat mir noch ein kleines bisschen mehr geschmeckt, weil da war diese Erdnuss Paste drin, die ich unglaublich fand. Hier ist sie nicht dabei, aber du merkst einfach, dass im Instant-Nudel-Game diese Nudeln einfach Quality sind. Das ist eine ganz andere Art von Instant-Nudeln. Unglaublich. Hier haben wir wieder unser Krimskrams, der reinkommt. Das sieht ziemlich nach Lauch, nach getrocknetem Hack, nach bisschen Zwiebeln und Knoblauch. Dann kommt hier in die nächste Tüte. Was mir bei der letzten Version so gefallen hat, dass da 2 Tüten mit Soßen drin war. Hier ist jetzt leider nur eine, aber dafür haben wir hier nochmal eine extra Gewürzmischung mit weißem Sesam, dunklen Sesam und Erdnüssen. Die kommt jetzt hier rein. So, leckere Soße. Ja, die Erdnusssoße hat es einfach letztes Mal ausgemacht. Aber trotzdem, Freunde, ich koche die schnell auf, dann zeige ich euch das. So, kurz 5 Minuten warten und dann sehen wir uns gleich wieder mit den fertigen Nudeln. Gut darauf. So, die Nudeln sind fertig und Freunde, es ist einfach verrückt. Dafür, dass es ein Instant-Nudelprodukt ist, wirkt es trotzdem einfach so frisch fast. Also ich habe letztes Mal auch richtig aufgepimpt, mir ein Ei gekocht, irgendwie noch Zwiebeln reingeschnitten, sogar so ein paar kleine Scheiben Radieschen und so. Das war so geil. Und ja, also wie gesagt, das ist mit Abstand meine Lieblings-Instant-Nudelmarke geworden und diese Nudeln schmecken einfach nur. Einfach geil. Unglaublich lecker. Auf die Brühe.
dickes, dickes Go. Aber die vom letzten Mal waren noch ein bisschen geiler. Nichtsdestotrotz sind die auf jeden Fall auch ihr Geld wert im Vergleich natürlich zu den anderen Dingen. Gut, Freunde, das war meine Meinung zu den viralen Snacks. Es sind weitere virale Snacks bestellt. Richtig, richtig verrückte Dinge, aber die brauchen wahrscheinlich noch ein paar Wochen, bis sie da sind. Dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keinen weiteren Teil verpasst. Und Freunde, mit diesen Worten sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao. Ich genieße jetzt hier meine Rahmen zu Ende. Mmh.